Ein total neues Leben, so heißt heute Nachmittag unser Thema. Ein total neues Leben, gerettet, gesegnet, geführt. Ich beginne mit einem Text aus dem Neuen Testament. Ich werde nachher nicht darüber predigen, aber ich möchte das einfach einmal lesen. Aus Kolosser Kapitel 2 von Vers 6 an, da steht: Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Seid in ihm verwurzelt und gegründet und steht fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid von Herzen dankbar. Noch etwas von Vers 13b an. Jesus hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns zeugte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und weggeschafft. Er hat die Mächte und Gewalten der Finsternis entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger gestellt und über sie am Kreuz triumphiert. Er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Das ist ein wunderbares Wort für die, die sich in diesen Tagen für Jesus entschieden haben. Wir haben heute Nachmittag auch eine ganze Menge Besucher hier. Ich will jetzt einmal die ganze Versammlung aufteilen in drei Gruppen. Ihr müsst nicht eure Plätze wechseln, aber ihr merkt dann gleich, wie ich es meine und zu welcher Gruppe ihr gehört. Hier sind einmal die Gemeindeglieder, die hier aus- und eingehen, die zu dieser Gemeinde gehören. Dann sind auch einige Gäste hier, die sonst nicht hier sind, die von einer anderen Gemeinde sind. Vielleicht waren sie schon öfter jetzt hier während der Evangelisation und sie wollen diesen Abschluss auch miterleben. Herzlich willkommen. Und dann haben wir eine dritte Gruppe, um die geht es mir jetzt ganz besonders. Unsere Neubekehrten. So will ich sie einmal nennen, unsere Neubekehrten. Und die, die irgendwann schon mal so einen Anfang gemacht haben, aber nicht ganz sicher waren und in diesen Tagen ganz neu durchgestartet sind und Ja gesagt haben zu Jesus. Die möchte ich jetzt im ersten Teil ganz besonders ansprechen. Wir haben in diesen Tagen viel über Sünde gehört und über Gnade. Jesus sagt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Offenbarung 21, Vers 5 sagt Jesus, ich mache alles neu. Ihr lieben Neubekehrten, Jesus spricht hier nicht von einer Reparatur, das steht überhaupt nicht in der Bibel, sondern Jesus spricht von etwas ganz Neuem. Siehe, ich mache alles neu. Unser altes Leben ist wie ein Kleid, wie ein schmutziges Kleid, damit hätten wir nie und nimmer ins Reich Gottes kommen können. Als wir uns bekehrt haben, sind wir mit diesem schmutzigen Kleid zu Jesus gekommen und er hat es dann nicht in die Waschmaschine gesteckt und dann zurückgegeben, sondern er hat es weggenommen, es ist beseitigt, es existiert überhaupt nicht mehr, so als wäre es in einen Reißwolf gesteckt oder in die Müllverbrennung. Unser altes Leben wie ein schmutziges Kleid haben wir abgegeben, das existiert nicht mehr. Und Jesus hat uns ein neues Kleid gegeben, ein ganz, ganz neues Leben. In der Bibel steht 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alle unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da steht, dass er uns alle unsere Sünden vergibt, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das habt ihr Neubekehrten in diesen Tagen erlebt. Die Bibel sagt, das steht in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, wer Jesus Christus im Glauben aufnimmt, ist damit gemeint, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, aus welchem Fleisch und Blut sie stammen, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. Ich habe in diesen Tagen viel darüber geredet. Immer wieder kam das Wort Bekehrung und das Wort Wiedergeburt in meinen Predigten vor. Die Bibel lehrt uns zwei Dinge. Wenn der Mensch Buße tut,
Das heißt, wenn er mit seiner Sünde zu Jesus kommt, dann bekommt er Vergebung. Das ist Bekehrung. Und wenn der Mensch Jesus im Glauben aufnimmt in sein Herz und Leben, dann wird er wiedergeboren. Kann mir mal jemand eine Münze geben? Hat jemand eine 2-Euro-Münze gerade schnell griffbereit? Und kann sie mir mal ausleihen? Ich gebe sie dir ganz bestimmt wieder, keine Sorge. Eine 2-Euro-Münze. Such doch mal alle schnell. Wer der Erste ist, gibt sie mir. Du hast eine. Jawohl. Super. Da ist eine Münze. Eine Münze. Eine Münze. Aber diese Münze hat 2 Seiten. Auf der einen Seite ein Dom, auf der anderen Seite eine Zahl, 2 Euro. Stellt euch einmal vor, an dem Tag, als diese Münze geprägt wurde, hätte irgendetwas nicht funktioniert und auf der einen Seite wäre gar nichts drauf. Wäre dann die Münze, weil nur eine Seite geprägt wurde, nur die Hälfte wert oder wie wäre das? Ihr Lieben, die Münze wäre überhaupt nicht als Zahlungsmittel zu gebrauchen. Das ist zwar eine Münze, eine Seite ist geprägt, aber auf der anderen Seite ist nichts. Sie wäre als Zahlungsmittel ungültig, nicht zu gebrauchen. Ihr Lieben, so ist das mit der Errettung. Bitte vergesst das nie mehr, ihr lieben Neubekehrten. Die Errettung ist eine große Sache, aber die Errettung besteht aus 2 Seiten. Und wenn diese beiden Seiten zusammenkommen, dann ist es komplett. Bekehrung und Wiedergeburt. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und der Herr nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt der Herr das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es im Glauben an. Und es ist sehr wohl möglich, dass ein Mensch sich bekehren will, es auch sehr ehrlich meint und seine Sünden bekennt und vielleicht sogar dabei weint, bitte, bitte, lieber Herr, vergib mir alle meine Sünden. Und er bleibt in diesem Prozess stecken und kommt nicht auf der anderen Seite an. Und dann wiederholt er das nochmal. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich habe mich schon so oft bekehrt, aber ich habe keine Heilsgewissheit. Die sind in diesem Prozess stecken geblieben. Ich bekenne meine Sünde, ich bitte Jesus um Vergebung und dann nehme ich die Vergebung im Glauben an und danke ihm dafür, dass er für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und dann öffne ich mein Herz und nehme Jesus Christus im Glauben in mein Herz und Leben auf und ich werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das habt ihr in diesen Tagen erlebt. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, man könnte genauso sagen, ist jemand bekehrt und wiedergeboren, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und jetzt sagt er, das Alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden. Das Alte ist weg und etwas Neues ist da. Das habt ihr in diesen Tagen erlebt. In Jesaja 43 wird schon darauf hingewiesen und da jubelt der Schreiber und er sagt, denkt doch nicht mehr an das Frühere zurück. Denkt nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück. Seht, Gott tut etwas Neues. Schon tritt es in Erscheinung. Gewahrt ihr es denn nicht? In einem Lied singen wir, er hat alle meine Sünden von mir weggetan. Alle meine Sünden. In einem anderen Lied heißt es, nie mehr, nie mehr. Gott gedenkt der Schuld, nie mehr. Oder das Lied, weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee, mächtig ist der Helfer in Not, sein Blut macht uns weißer denn Schnee. Ich bin mal in die Schweiz gefahren zur Evangelisation im Winter. Und damals war die Autobahn von Basel nach Bern noch nicht fertig. Da musste man dann noch durch den Jura, durch die wunderschönen Dörfer. Und ich fuhr da durch ein Dorf und dann sah ich direkt am Straßenrand einen großen Misthaufen. Und der Misthaufen war ein Schmuckstück. Es gibt Bauern in der Schweiz, die können das Stroh so flechten vom Mist aus dem Kuhstall. Und dann wird das am Rand so geflochten, dann kommt die nächste Schicht, wird am Rand wieder geflochten und dann ist da so ein großer Würfel, sieht richtig gut aus. Ich habe gestaunt, ich komme ja auch vom Bauernhof, aber sowas hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Ich habe darüber gestaunt, was der für einen schönen Misthaufen, aber direkt an der Straße hatte, habe dann trotzdem gedacht, er hätte ihn auch auf der anderen Seite anlegen können, aber vielleicht wollte er auch zeigen, wie er diese Kunst beherrscht.
So, ich hatte mir das irgendwie so gemerkt. Und dann kam ich nach 14 Tagen zurück und fuhr wieder durch dieses Dorf und dann habe ich den Misthaufen gesucht. Ich wollte den im Vorbeifahren noch einmal sehen. Und dann bin ich ganz langsam gefahren, irgendwo musste doch das hier sein und ich konnte ihn nicht finden und der war nämlich nicht mehr zu sehen. Wisst ihr warum? Es hatte geschneit inzwischen und der liebe Gott hatte den Misthaufen wunderschön eingehüllt in eine weiße Decke. Der Würfel war da, aber man konnte nicht mehr sehen, was da drunter war. Und als ich das so sah, habe ich gedacht, das ist ein richtig schönes Beispiel für unsere Erlösung. Der liebe Gott, der hat den ganzen Mist meines Lebens, den hat er zugedeckt. Er ist nicht mehr da. Weißer denn der Schnee, weißer denn der Schnee. Mächtig ist der Helfer in Not. Sein Blut macht dich weißer denn Schnee. Jesus sagt, oder die Bibel sagt, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Seht, Neues ist geworden. Ich will jetzt einmal mit einem Beispiel etwas erklären. Und ich denke, dass sich das so einprägt, dass wir das nie mehr vergessen. Ihr lieben Neubekehrten, stellt euch einmal vor, Gott hätte so eine Karteikarte. Ich weiß nicht, wie Gott das macht. In der Bibel steht ja, dass Gott Bücher hat, wo alles festgehalten ist. Da steht dein Name und da steht dein ganzes Leben. Und alles ist festgehalten. Und jetzt stellt ihr einmal vor, das wäre wie so eine Karteikarte. Da stünde dein Name und hier stünde dein ganzes Leben. Alles, was du gedacht hast, was du gesagt hast, was du getan hast, dein ganzes altes Leben wäre da aufgeschrieben, auf dieser Karteikarte. Die müsste natürlich riesengroß sein. Und nun hast du dich bekehrt. Als du dich bekehrt hast, da bist du mit dieser Schuldschrift zu Gott gegangen und hast gesagt, das stimmt alles. Das stimmt alles, was da drauf steht. So war es, so ist es. Aber es tut mir leid. Es tut mir von Herzen leid. Lieber Herr, bitte vergib mir meine Sünde. Wasche mich in deinem Blut. Vergib mir alle meine Sünden. Die meisten habe ich ja vergessen, aber du weißt alles. Vergib mir alle meine Sünden. Was hat Gott dann getan? Wir haben es gerade gelesen aus dem Kolosserbrief. Er hat den Schuldbrief, der gegen uns zeugte und uns verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und somit beseitigt. Gott ist nicht mit einem Radiergummi gekommen und hat diese Schuld da ausradiert, sondern er hat diesen ganzen Schuldbrief genommen, hat ihn ans Kreuz genagelt und, Paulus sagt, und beseitigt. Nicht auf die Seite gelegt, um ihn dann irgendwann wieder hervorzuholen, sondern er hat den Schuldbrief des Gesetzes, der gegen uns zeugte und uns verurteilte, gelöscht, ans Kreuz genagelt und somit beseitigt, der existiert nicht mehr. Ich hoffe, dass ihr dieses Bild nie mehr vergesst. Und dann hat er unsere Namen auf eine andere Seite geschrieben, nämlich ins Lebensbuch des Lammes. Jetzt steht unser Name dort. Da stehen die Namen all der Erlösten und da wird nie mehr eine Sünde eingetragen. Da wird nur noch das eingetragen, was wir aus Liebe zu Jesus getan haben. Und dafür wird es einmal Lohn geben im Himmel. Wenn wir einmal im Preisgericht vor Jesus stehen, dann wird unsere Treue belohnt. Im Hebräerbrief steht, dass dann keine Rede mehr ist von Sünde, sondern da wird nur noch unsere Treue belohnt. Und wenn Gott dann zu dir sagt, oh komm, du treuer und frommer und getreuer Knecht, komm du fromme und getreue Magd, du bist treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Also darauf freue ich mich jetzt schon. Ein anderer Gedanke, wenn ein Kind geboren wird und es ist dann da, dann ist es ein Menschenkind, ein richtiges Menschenkind. Als meine älteste Schwester ihr erstes Kind bekam, war ich erst 15 Jahre alt und ich war in der Lehre weit weg und am Wochenende kam ich nach Hause und dann hörte ich, dass ein Kind geboren war. Und dann durfte ich dahin und durfte es das erste Mal sehen. Und dann stand ich an diesem Stubenwagen und dann habe ich es zum ersten Mal so richtig ganz bewusst so ein Baby angeguckt. Und dann stand ich da, das war gerade noch im Bauch der Mutter. Und jetzt ist es da, ja, das hat ja schon Haare. Und ich stand und habe gestaunt. Das hat ja schon Fingernägel. Und ich habe weiter gestaunt. Und hat es sie bewegt. Und ich habe weiter gestaunt. Ich habe nur gestaunt und gestaunt. Ein richtiger Mensch.
ein richtiger Mensch. Dieser Mensch konnte zwar noch nicht mit Messer und Gabel essen, aber es war ein richtiger Mensch. Ihr lieben Neubekehrten, wenn man Jesus annimmt, wenn man wiedergeboren wird, ist man ein richtiges Gotteskind. Man wird nicht ein richtiges Gotteskind bei der Taufe oder beim Abendmahl oder wenn man mitgearbeitet hat oder zur Bibelschule gegangen ist oder was, sondern in dem Augenblick, wo ein Mensch sich bekehrt und Jesus in sein Herz und Leben aufnimmt, wird er wiedergeboren und er ist ein richtiges Gotteskind. Natürlich soll es dann wachsen und so weiter, wie im natürlichen Leben. Aber schon mit der Wiedergeburt bin ich ein richtiges Gotteskind. Und jetzt hört den nächsten Gedanken, ihr lieben Neubekehrten. Als ihr euch bekehrt habt und Jesus angenommen habt, da hat Jesus euch alle eure Sünden vergeben. Nicht nur einige, nicht nur die, die ihr noch wusstet, sondern alle eure Sünden. Ich sage jetzt etwas, ich hoffe, ihr vergesst das nie mehr. Entweder die Bekehrung war echt und alle Sünden sind weg. Oder die Bekehrung war nicht echt und es ist überhaupt keine Sünde weg. Das gibt es nicht, dass ein Mensch sich bekehrt und wiedergeboren wird und ihm werden 50% seiner Sünden vergeben. Oder 75% oder 95%. Und diese anderen, die bleibenden, die muss man dann nach und nach immer noch bekennen, und bis die dann endlich auch weg sind. Entweder deine Bekehrung war echt und alle Sünden sind weg. Oder deine Bekehrung war nicht echt und es ist überhaupt keine weg. Ihr lieben Neubekehrten, wir haben zusammen darüber nachgedacht und wir haben dann zusammen gebetet und haben gedankt. Und ihr habt gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Ich danke dir, dass ich jetzt ein Gotteskind bin, dass ich jetzt dir gehöre. Du bist mit Gott im Reinen. Ich sage jetzt etwas, was einige vielleicht nicht gleich so annehmen können, aber es ist so. Als du dich bekehrt und Jesus angenommen hast, da wurden alle deine Sünden vergeben. Du musst nie mehr in deinem weiteren Leben eine Sünde bekennen, die du vor diesem Augenblick getan hast. Wenn du das tust, dann machst du Gott sogar traurig. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass du nicht an seine Liebe, an seine Vergebungsbereitschaft vollkommen glaubst. Bitte bete nie mehr um Vergebung für eine Sünde, die du vor deiner Bekehrung getan hast. Die gibt es nicht mehr. Du bist mit Gott in Ordnung, du bist mit Gott im Reinen. Das heißt aber nicht, dass du auch mit deinen Mitmenschen im Reinen bist. Es kann sein, dass du mit einem Menschen großen Streit hattest, ihr redet schon 3 Jahre nicht mehr miteinander. Und weil jetzt der Geist Gottes in dir wohnt, du bist ja wiedergeboren, wird der Geist Gottes dir nach und nach so manches zeigen. Und mit einmal hast du irgendwie das Gefühl, da muss ich mal etwas in Ordnung bringen. Da muss ich mich mal entschuldigen. Der muss ich mal die Hand reichen. Es kann sein, dass du nächste Woche deine Werkzeugkiste aufmachst und mit einmal siehst du in deiner Werkzeugkiste einen Schraubenzieher oder eine Zange. Das Werkzeug gehört dir gar nicht. Hast du mal in der Firma mitgehen lassen. Und der Geist Gottes wird dir sagen, das hat Gott dir alles vergeben, aber bring die Zange zurück, bring den Schraubenzieher zurück. Und so gibt es nach der Bekehrung manchmal noch einiges zu ordnen, manchmal sogar eine ganze Menge. Kann sein, dass ein junger Mann sich bekehrt und er hat in seinem Bücherregal einige Videos, so Pornofilme und so ein Zeug, das hat er sich früher alles reingezogen. Und jetzt hat er sich bekehrt und freut sich, dass Jesus ihm alle seine Sünden vergeben hat, auch diese ganze Unreinheit in seinem Leben. Und nach 3 Wochen steht er mal wieder an dem Bücherregal, wo diese Videos stehen. Er hat inzwischen gar nicht dran gedacht. Er ist glücklich erlöst und geht mit Jesus. Und jetzt steht er vor dem Bücherregal, plötzlich sieht er diese Videos und er erschrickt. Meine Zeit, was habe ich denn da alles auf meiner Bude? Und das habe ich mir früher alles reingezogen. Ja, was mach? Du musst jetzt nicht zum Prediger gehen oder zum Gemeindeleiter oder zu einem Seelsorger und sagen, du, ich habe da alles Mögliche in meinem Zimmer. Ich bin über mich selbst erschrocken, was ich da alles früher gemacht habe. Es könnte nämlich sein, dass der das ganz verkehrt sieht. Das gibt es manchmal auch, dass Seelsorger völlig falsch vorgehen. Und dass der Seelsorger dann sogar sagt, oh, dann wollen wir mal auf die Knie gehen und wollen wir mal Jesus um Vergebung beten. Und dann holen wir das da raus und vernichten das. Das musst du nicht tun. Du musst das rausnehmen und vernichten. Vergeben ist das schon lange. Ihr Lieben, an dieser Stelle versagen
manche, die sich bekehrt und wiedergeboren sind, dass sie ihr Leben nicht ordnen. Da ist jemand, der lebt mit seiner Freundin zusammen, als wären sie verheiratet, sind aber gar nicht verheiratet. Das, was die beiden da treiben, das ist in Gottes Augen ganz furchtbar, eine furchtbare Sünde. Und jetzt hat er sich bekehrt und er merkt, also so können wir jetzt nicht weiterleben. Wenn der jetzt so weiterlebt, dann lädt er wieder neue Sünde auf sich und er kann nicht wachsen im Glauben. Wenn er das jetzt mit einmal merkt, das ist verkehrt, was wir da gemacht haben. Gott hat ihm das alles vergeben. Da bekehrt sich irgendwo so ein Pärchen in einer Zeltevangelisation. Die haben das sofort erkannt an dem Abend. Das war falsch, was wir da gemacht haben. Sie wohnen seit einigen Monaten zusammen. Vorher wohnte er noch bei seinen Eltern. Seine Freundin, die hatte eine kleine Wohnung. Und jetzt ist er zu seiner Freundin gezogen. Jetzt haben sich beide bekehrt. Und was passiert? Sie gehen an dem Abend wieder nach Hause und sie sind noch etwas zusammen und reden noch miteinander und so weiter. Und dann verabschiedet sich der junge Mann und geht heim zur Mama und bleibt bei der Mama, bis sie verheiratet sind und alles ist in Ordnung. Ihr lieben Neubekehrten, wenn ihr irgendwo merkt, da, das ist nicht in Ordnung, was ich da mache, bring das zurück. Vielleicht hast du ein gestohlenes Fahrrad, das hat Jesus dir vergeben, aber bring das Fahrrad zurück. Und wenn du nicht weißt, wem es gehört, dann bring es zum Fundbüro. Es ist wichtig, dass wir in einem geordneten Leben wandeln. Jesus hat dir alles vergeben, er will nie mehr daran denken, darum musst du ihm die auch nicht mehr bekennen. Aber unsere mitmenschliche Ebene, die soll auch in Ordnung kommen. Und wenn wir das so schnell wie möglich alles in Ordnung bringen, dann werden wir wachsen im Glauben und Gott wird uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Ich glaube, an diesem Punkt versagen manche Neubekehrte und sie kommen dann nicht vom Fleck. Jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande, verloren zu sein, aber es ist eine Schande, verloren zu bleiben. Es ist keine Schande, verloren zu sein. Dafür können wir nicht. Von Adam her sind wir alle in Sünde und sind alle verloren. Aber es ist eine Schande, verloren zu bleiben. Jesus hat für uns auf Golgatha bezahlt und er möchte, dass wir mit unserer Sünde zu ihm kommen. Und dann werden wir gerettet und dann sind wir nicht mehr verloren. Einen anderen Punkt. Angenommen, wir hätten heute einen Weltmeister hier oder einen Europameister in irgendeiner Sportart, einen großen Sportler, den viele Leute kennen und bewundern, den hätten wir heute hier. Und wir würden ihn fragen, du sag mal, du hast bestimmt in deinem Leben viele Siege errungen. Du bist jetzt Europameister, du hast bestimmt viele Siege errungen. Und dann würde er sagen, ja, das habe ich, sonst wäre ich nicht Europameister. Und dann würden wir ihn fragen, du sag mal, hast du auch manchmal Niederlagen gehabt? Und dann würde er sagen, oh ja, viele. Ich war sogar ein paar Mal K.O. Was? Und trotzdem bist du Europameister? Wie ist denn das möglich? Und er würde sagen, ich bin immer wieder aufgestanden. Ich bin immer wieder aufgestanden, habe weiter trainiert, habe weiter gekämpft und so bin ich Europameister geworden. Ihr Lieben, das ist im Geistlichen genauso. Gott möchte, dass wir kämpfen. Gott möchte, dass wir trainieren. Gott möchte, dass wir siegen. Und wenn es eine Niederlage gegeben hat, dann stehen wir schnell wieder auf und weihen uns neu dem Herrn Jesus. Und dann geht es weiter zum nächsten Sieg. In der Bibel steht, dass wir zum Kampf berufen sind. Das ist das Normale, dass ein Neubekehrter Kämpfe hat. Und manchmal richtig schlimme Kämpfe. Und manchmal gibt es auch Niederlagen und dann liegen wir am Boden und manchmal möchten wir am liebsten aufgeben und denken, aus mir wird nie etwas. Steh wieder auf, trainier weiter, kämpfe weiter und dann ist der nächste Sieg schon da. Ihr jungen Männer, ihr sollt Männer Gottes sein. Macht die Mädchen nicht zum Spielzeug. Seid Männer, beherrscht euch, betet. Wartet auf Gottes Führung und Gott wird euer Leben ganz, ganz reich machen. Und den Mädchen möchte ich auch Mut machen. Wartet auf Gottes Stunde. Sagt alle eure Anliegen dem Herrn und lasst euch nicht zum Spielzeug lüsterner Männer machen. Und den Eheleuten möchte ich sagen, ihr lieben Eheleute, unsere Ehen sollten schön sein. Das will Gott. Unsere Ehen sollten so schön sein, dass unsere Kinder, wenn sie heranwachsen, den Wunsch haben, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auch so leben. Unser Danny hat einmal zu meiner Frau gesagt, schade, dass du schon verheiratet bist. Und dann
Dann hat sie gesagt, ja, aber ich bin doch gern verheiratet. Und er hat gesagt, ja, das weiß ich ja, aber trotzdem schade. Ja, wie meinst du denn das? Ja, sonst hätte ich dich gefragt. Also, das war so aus Kindermund. Aber wir haben damals einfach gedacht, das ist so ein schönes Zeugnis. Der hat immer wieder seine Mutti, unsere Kinder haben Mutti und Vati gesagt, er hat immer wieder seine Mutti beobachtet und hat gemerkt, wie sie lebt und dass sie glücklich ist, dass sie zufrieden ist. Und wahrscheinlich hat er manchmal, obwohl er erst 10, 12 Jahre alt war, gedacht, oh, so möchte ich auch mal leben. So eine Frau möchte ich auch gern mal haben. So möchte ich auch mal leben, wie meine Eltern. Seid Vorbilder für eure Kinder. Und wenn ihr einen Fehler gemacht habt und die Kinder haben das mitgekriegt, dann entschuldigt euch. Und manchmal muss man sich sogar bei den Kindern entschuldigen. Wer sich entschuldigt, ist immer am längeren Hebel. Das habe ich so oft beobachtet und auch persönlich erlebt. Wer sich entschuldigt, ist immer am längeren Hebel. In der Bibel steht, seine Gebote sind nicht schwer. Mit dem Vers hatte ich mal Mühe am Anfang. Seine Gebote sind nicht schwer. Ich habe dann aber bald herausgefunden, dass das tatsächlich stimmt. Denn wen man lieb hat, dem möchte man gern Freude machen. Und wenn wir Jesus lieb haben, dann möchten wir ihm gern Freude machen. Und es ist so schön, wenn ein Neubekehrter am Morgen seine Bibel liest und dann betet und dann sagt, Herr Jesus, ich möchte heute für dich leben. Ich möchte dir Freude machen. Herr Jesus, nimm mich an die Hand, führe mich heute, bewahre mich vor Sünden, segne mich heute. Gib mir den Mut, dich zu bezeugen. Und so geht man dann in den Tag hinein und durch den Tag hindurch. Jesus zeigt uns nicht nur den Weg, sondern Jesus ist der Weg. Steht ja in der Bibel. Steht das nicht da? Ja, da oben steht es sogar an der Wand. Da sagt Jesus, ich bin der Weg. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du mit ihm unterwegs auf diesem neuen Weg und er will uns zum Ziel bringen. Im Epheserbrief steht, dass wir zu guten Werken geschaffen sind und diese guten Werke hat Gott sogar schon im Voraus für uns bereitet. Im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 14 steht, Jesus hat uns von jeglichem Sündendienst losgekauft, um sich ein reines Volk zu bereiten, das für ihn da ist und sich eifrig in guten Werken betätigt. Ihr lieben Neubekehrten, ich bin immer noch bei euch. Ich möchte euch drei Regeln zeigen, drei biblische, man kann fast sagen, Bedingungen. Das sind nicht nur Ratschläge, sondern das sind Bedingungen, die muss man ernst nehmen und erfüllen, wenn man ein gesegnetes Leben haben will. Ihr lieben Neubekehrten, stellt euch einmal vor, seid mal ganz dabei jetzt, stellt euch einmal vor, wir wollten einen Pavillon bauen, vielleicht für eine Messe oder was. Ein Pavillon mit einem ganz großen Dach. Das Dach soll 30 Meter Durchmesser haben oder 50. Und dieses riesige Dach, das soll auf 3 Säulen liegen. Der Statiker hat das alles genau berechnet. Und jetzt werden die 3 Säulen gegossen, Stahlbeton. Und diese 3 Säulen stehen da. Und dann wird die große Platte oben gegossen. Nachher kommt die Verschalung weg. Und dann steht der Pavillon da. Eine riesen Platte auf 3 Säulen. Stellt euch einmal vor, sowas würden wir hier bauen. Jetzt würde irgendein Lausbub kommen, eine Bombe anlegen und eine Säule sprengen und die ganze Geschichte würde zusammenfallen. Diese 3 Säulen tragen eine unheimliche Last, die da oben drauf liegt. Aber das ist so berechnet, dass das aufgeht. Wenn eine Säule davon zerstört wird, fällt die ganze Geschichte zusammen. Egal welche Säule, alle 3 Säulen sind gleich wichtig, alle 3 Säulen tragen diese Last. Und jetzt will ich euch 3 Säulen zeigen, die in eurem Glaubensleben unbedingt gepflegt werden müssen. 3 Säulen. Wenn die 3 Säulen stark sind, dann ist euer Glaubensleben stark und ihr werdet gut durchkommen. 3 Säulen. Die erste Säule, die Bibel. Lies deine Bibel jeden Tag. Nicht die Bibel von der Oma, die braucht sie selbst. Du brauchst eine eigene Bibel und dann lies deine Bibel jeden Tag. In der Bibel steht kein Wort zu viel.
Aber in der Bibel steht auch kein Wort zu wenig. In der Bibel steht genau das drin, was du wissen möchtest. Die Bibel ist wie ein Liebesbrief, den Gott schreiben lassen hat, damit wir ein gutes, gesegnetes Leben führen können. Ich habe allen, die sich bekehrt haben, einen sogenannten Bibelfernkurs gegeben. Der ist dazu da, damit ihr gleich so einen richtigen Einstieg bekommt und die wichtigsten Bibelstellen schon mal liest. Und dann habe ich euch noch eine Karte gegeben mit einigen Bibelstellen. Ganz wichtige Bibelstellen, extra ausgesucht für Neubekehrte. Das ist wie Babynahrung. Bitte lest diese Bibelstellen in den nächsten Tagen. Einige haben sicher schon damit angefangen. Und das Wunderschöne ist, seitdem der Geist Gottes in uns wohnt, und der Geist Gottes wohnt in uns, seitdem wir bekehrt und wiedergeboren sind, seitdem der Geist Gottes in uns wohnt, verstehen wir die Bibel. Das ist etwas Interessantes. Du liest, du verstehst nicht alles, aber dann plötzlich kommt da wieder eine Stelle, ach, das steht auch in der Bibel. Da steht es. Und vielleicht wird dir die Bibelstelle so wichtig, dass du einen Buntstift nimmst und sie anstreichst, damit du sie leicht wiederfindest. Oder vielleicht machst du eine Notiz am Rand der Bibel. Die Bibel muss für dich so wichtig sein, das wichtigste Buch, mit dem du dich jeden Tag beschäftigst. Ja, bitte mach das, diesen Bibelfernkurs doch unbedingt und schickt ihn doch dann an uns ein. Ihr bekommt ihn sofort, dann korrigiert wieder zurück mit der zweiten Lektion und so weiter und es wird euch gut tun. Lies deine Bibel jeden Tag und wenn irgend möglich am Morgen. Hört mal, was ich jetzt sagen möchte. Das ist etwas Interessantes, das ist etwas Gutes, das ist etwas Wichtiges. Das ist etwas Wahres. Wenn man eine gute Sache 3 Wochen hintereinander immer zur selben Zeit macht, dann ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn man es dann mal nicht mehr macht, dann fehlt einem einfach etwas. Finde einmal heraus, welche Zeit für dich am besten passt zum Bibellesen. Am Morgen oder nach der Schule oder am Abend vor dem Schlafengehen. Das ist nicht bei jedem gleich. Bei mir ist am Morgen die beste Zeit. Und das wird immer wieder empfohlen, wenn irgend möglich, vielleicht probierst du das erstmal aus. Ihr Kinder, ich hoffe, ihr habt alle einen Wecker. Und ihr steht nicht auf, wenn die Mama ruft, sondern ihr steht auf, wenn euer Wecker geht. Und dann nicht ausmachen und weiterschlafen, sondern wenn der Wecker geht, ausmachen und sofort raus aus dem Bett. Stell doch deinen Wecker jetzt einfach mal 10 Minuten früher und von jetzt an stehst du jeden Morgen 10 Minuten früher auf, das ist doch gar nicht viel, nur 10 Minuten. Und dann liest du etwas in der Bibel, ein paar Verse und dann betest du noch und dann gehst du ins Badezimmer. Und wenn du das jetzt 3 Wochen hintereinander machst, jeden Morgen 10 Minuten früher raus, etwas Bibel lesen und beten und dann gehst du ins Badezimmer. Dann hast du dich so daran gewöhnt, dann möchtest du gar nicht mehr anders leben. Ihr Lieben, unsere Kinder haben das so gemacht und ich weiß, dass das funktioniert. Ja, und ich mache es ja schon jahrzehntelang so. Ich lese dann nicht nur 10 Minuten, nehme mir dann etwas mehr Zeit dafür. Aber das muss dann jeder herausfinden, wie er es am besten halten kann. Ihr liebe Neubekehrten, darf ich es nochmal sagen? Auch ihr Kinder, bitte lest doch eure Bibel jeden Tag. Eine kleine Geschichte. Und wenn ihr schon eine richtige Bibel habt, wie sie große Leute haben, dann steht in der Bibel fast über jeder Geschichte so eine Überschrift. Da steht die Versuchung Jesu oder die Taufe Jesu, die erste Predigt in Nazareth oder irgendein großer Fischfang. Und dann lest ihr einfach so eine Geschichte bis zur nächsten Überschrift. Fertig. Mit einem Bleistift einen Haken gemacht. Bis da war ich und am nächsten Tag weiter, die nächste Geschichte. Ihr lieben Neubekehrten, alle, bitte lest eure Bibel jeden Tag. Und jetzt komme ich zu der zweiten Säule, ist genauso wichtig. Bete jeden Tag, bete jeden Tag, aber bete nie zu Maria. Bitte bete nie zu einem Engel, bete nie zu einem Heiligen, bete nie zu einem Verstorbenen, sondern bete zu Jesus. Und gerade jetzt in der ersten Zeit nach der Bekehrung, bete ganz viel zu Jesus. Sag nicht Gott, ich danke dir, sag lieber Herr Jesus, ich danke dir. Sprich ganz oft seinen Namen aus. Bete immer wieder zu Jesus. Natürlich kannst du auch zum Vater im Himmel beten. Aber ich finde das immer so schön, wenn Neubekehrte und gerade Kinder, wenn die Jesus sagen,
Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du dein Blut für mich vergossen hast, dass du mir alles vergeben hast, dass du mich angenommen hast, dass ich dein Eigentum bin. Und wenn ihr dann betet, ja, wie lange sollte man so beten ungefähr? Ich will euch mal zeigen, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, sie haben keine Zeit. Das ist eine ganz große Lüge. Ihr Kinder, bitte sagt das nie, ich habe keine Zeit zum Bibellesen und Beten. Man muss nur 10 Minuten früher aufstehen, dann hat man 10 Minuten. Und wenn man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Und jetzt will ich euch einmal zeigen, was man in einer Minute alles beten kann. Angenommen, du wärst morgen wirklich in Zeitnot und du kannst nur noch so mit Mühe und Not 1 Minute beten. Und jetzt hör mal, was man in einer Minute alles beten kann. Angenommen, das wäre morgen so. Und du würdest morgen sagen, lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wieder erwacht bin. Ich danke dir, dass du mir wieder einen neuen Tag schenkst. Aber jetzt bin ich ja etwas spät aufgestanden und habe fast keine Zeit. Aber ich möchte dir doch ganz herzlich danken für die gute Nacht. Und ich danke dir, dass du jetzt mit mir durch diesen Tag gehst. Bitte bewahre mich heute an diesem Tag. Bitte segne auch meine Eltern und meine Geschwister und meine Schulkameraden und die Lehrer und Lehrerinnen. Herr, du weißt, ich möchte sie einmal einladen zur nächsten Evangelisation. Bitte gib mir doch den Mut dazu. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die noch nicht gerettet sind. Lieber Heiland, rette doch noch viele, besonders meine Oma. So eine liebe Oma, aber die ist nicht bekehrt. Lieber Heiland, bitte rette doch meine Oma. Hilf doch, dass sie Sonntag mal mitkommt und dann auch den Mut hat, sich zu bekehren. Herr Jesus, segne unser ganzes Dorf oder unsere Straße oder unsere Stadt. Segne die Missionare in der Welt. Hilf doch, dass noch viele, viele Menschen zum Glauben kommen. Bitte jetzt bewahre mich auf dem Schulweg und hilf, dass ich wieder heil nach Hause komme. Amen. Ganz schön lang, oder? 1 Minute. Genau 1 Minute. Ist einer hier, der mir sagen möchte, ohne rot zu werden, dass er morgen nicht 1 Minute zum Beten hat? Kinder, habt ihr zugehört, was ich eben erzählt habe? Wollt ihr das mal probieren morgen früh? 1 Minute beten. Das kann man sogar auf der Toilette oder irgendwo. Einfach, wo man allein ist, mit Jesus reden. Kannst sogar auf die Uhr gucken und sagen, das will ich jetzt mal ausprobieren. Und dann dankst du dem Herrn Jesus und bittest den Herrn Jesus und du wirst staunen, was dabei herauskommt. Und dann vielleicht noch etwas zu dem Gebet. Ihr Lieben, bei unserem Gebet sollten wir auch darauf achten und uns das angewöhnen, dass muss man üben, dass unser Gebet nicht nur aus Bitte besteht. Nicht nur bitten, sondern auch danken. Danken. Es hat mal jemand gesagt, es gibt viele Christen, die haben ein Gebetsleben, das hört sich an wie ein Spatz. Wie meint er das? Das geht immer nur tschiep, 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 wie ein Spatz. Gib, Herr, gib mir das, Herr, gib mir das, Herr, gib mir das, Herr, gib mir das, Herr, gib mir das. Wie schön, wenn jemand erst einmal sagt, Herr Jesus, ich danke dir für die gute Nacht. Ich danke dir, dass wir zu essen und zu trinken haben, dass wir Kleidung und Wohnung haben. Danke, dass ich so liebe Eltern habe. Danke, dass ich mich bekehren durfte. Und jetzt will ich mit dir durch den Tag gehen. Herr Jesus, hilf mir, segne mich. Dann kommen die Bitten. Und wir sollten nicht nur für uns bitten, sondern auch für die anderen. Jesus wird uns dann daran erinnern. Also, jetzt habe ich über 2 Säulen gesprochen. Die erste, die Bibel, ganz, ganz wichtig. Die zweite, das Gebet. Und jetzt kommt das dritte, die Gemeinschaft. Die Gemeinde. Wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, sind wir Kinder Gottes. Dann gehören wir zur Familie Gottes. Und die versammelt sich hier auf der Erde. Noch sind wir nicht im Himmel, da sind wir dann alle beieinander. Hier hat Gott viele Stationen auf der Erde. Und hier hat er auch eine. Und Gott will dir auch zeigen, wo er dich haben möchte. Manche sind von auswärts, die werden in Zukunft nie mehr in dieses Haus kommen. Aber Gott hat irgendwo anders einen Platz für dich. Gott hat für jeden Bekehrten einen Platz, einen festen Platz. Werde nicht so einer, der immer herumhausiert, mal hier, mal da, mal dort. Das ist schön, wenn wir auch einmal eine andere Gemeinde besuchen. Vielleicht, wenn da eine besondere Veranstaltung ist, wie zum Beispiel jetzt Evangelisation. Aber dann gehen wir wieder an unseren Ort. Wir beten darüber, wir fragen Jesus, wo möchtest du mich gern haben? Und das merken wir dann irgendwie. Es kann auch manchmal sein, dass einer eine Zeit lang in eine bestimmte Gemeinde geht und irgendwie nicht so ganz sicher ist und betet und nach einiger Zeit merkt er,
es wäre vielleicht doch besser, wir würden in die Gemeinde gehen. Das hängt manchmal auch etwas mit den Kindern zusammen. Wenn man Kinder hat, dann braucht man unbedingt eine Gemeinde, wo auch Kinderarbeit gemacht wird, wo Jungscharbeit gemacht wird. Und betet darüber und Gott wird euch zeigen, wo er euch haben will. Ihr lieben Neubekehrten, hört mal, ihr habt einen ganz, ganz furchtbaren Feind. Einen ganz furchtbaren Feind. Und er kennt euch besser als ihr selbst. Und der Feind, der ist oft unsichtbar irgendwo. Und er passt auf und im richtigen Augenblick, wenn ihr gerade schwach seid oder schon 3 Tage nicht mehr die Bibel gelesen habt und nicht mehr gebetet habt und ihr seid so ein bisschen wackelig, dann kommt er und schlägt zu. In der Bibel steht, dass der Teufel manchmal wie ein Engel des Lichts kommt. Das heißt, der Teufel verstellt sich, der Teufel redet irgendwie fromm und er will uns verführen. Und manchmal kommt er wie ein brüllender Löwe, dann schlägt er zu. Und ich habe das erlebt in der Schweiz, da bekehrt sich ein junger Mann, der geht fröhlich nach Hause und sein Vater fragt, ja, wo kommst du jetzt hier so spät? Und dann sagt er, ja, ich war in der Zeltevangelisation und bin da noch zurückgeblieben und so weiter und so weiter. Und nachher habe ich noch mit den jungen Leuten da geredet. Ja, wo, was ist denn das da? Der Vater, ein richtiger Feind der Gemeinde. Wo haben die dich da jetzt dir den Kopf verdreht? Und dann erzählt er seinem Vater auch, dass er das glaubt, was da im Zelt gepredigt wird und dass er sogar zurückgeblieben ist und sich bekehrt hat. Der Vater explodiert und sagt, wenn du da noch einmal hingehst, dann fliegst du raus. Das ist der brüllende Löwe. Der hat sich gerade bekehrt, geht fröhlich nach Hause und dann geht ein Donnerwetter los in der Bude. Ihr lieben Neubekehrten, die ihr keine gläubigen Eltern habt, ihr könnt etwas Ähnliches erleben. Dass die Eltern das überhaupt nicht wollen, dass ihr in eine solche Gruppe geht. Und wenn die mitkriegen, dass ihr die Bibel liest. Also als ich mich bekehrt hatte, hat meine Mutter meine Bibel versteckt. Ich wollte abends meine Bibel lesen und konnte meine Bibel nicht finden, weil sie nicht da war. Und dann habe ich ein anderes Buch gelesen und habe gebetet, dann habe ich mich nachher hingekniet am Bett. Ich war so traurig, wie soll das weitergehen? Habe am Bett gekniet und habe gebetet, habe für meine Eltern gebetet. Und ich habe so ein bisschen laut gebetet, sodass ich meine Stimme hören konnte. Ich hatte mein Schlafzimmer oben und meine Eltern unten. Und trotzdem, ich weiß nicht, irgendwie haben sie es erwartet oder vermutet. Jedenfalls ist mein Vater die Treppe hochgekommen und hat an der Schlafzimmertür gestanden und hat das Brummeln gehört oder mein Gebet gehört. Mit einmal flog die Tür auf gegen den Schrank und er sagt, was ist denn das für ein Gebrummel im Haus? Ich kann euch sagen, ich bin erschrocken. Ich habe dann danach überall Gebetsplätze gehabt. Auf dem Weg zur Arbeit mit meinem großen Motorrad habe ich mein Motorrad abgestellt und da hatte ich so meine Plätze und dann habe ich da die Bibel gelesen, wenn gutes Wetter war, Bibel gelesen und gebetet. Auf dem Rückweg, wie oft habe ich irgendwo angehalten an meinen geweihten Plätzchen, habe die Bibel gelesen und gebetet. Wenn die anderen in der Kantine waren und da blöde Witze gemacht haben und ihr Bier getrunken haben, dann saß ich im Heizungskeller und habe meine Bibel gelesen und gebetet. Und ich kann euch sagen, ich glaube, dass das nicht übertrieben ist. Ich bin in einem Jahr nach meiner Bekehrung, ich glaube, schneller gewachsen als manch ein anderer in 10 Jahren. Weil ich so viel mich mit dem Wort Gottes beschäftigt habe. Ich war in jedem Gottesdienst, ich war in der Jugendstunde und ich habe die Bibel lieb gehabt und habe mir gute Bücher besorgt. Damals gab es noch nicht so viele wie heute. Aber irgendwie kam ich doch zu guter Literatur und ich habe viel gelesen, oft bis weit nach Mitternacht. Ich wollte einfach für Jesus da sein und er hat mich gesegnet. Ihr lieben Neubekehrten, bitte, bitte geht in die Gemeinde. Also wenn man so richtig Grippe hat, dann bleibt man lieber zu Hause, sonst macht man die anderen auch alle krank. Aber sonst im Normalfall sind wir dabei. Ich will dabei sein, wenn Gott und sein Wort sich versammeln. Ich will euch mal etwas zeigen. Stellt euch einmal vor, ich mache das so. Wer kann mir mal helfen? Wer ist stark, richtig stark? Gut. Ich habe da einen Kugelschreiber. Was meinst du? Kannst du den durchbrechen? Ich versuch's.
Was meinst du, ob du das schaffst? Salzmetall? Nein, ganz normale Kugelschreiber, Plastik. Darf ich es versuchen? Ja, probieren. Seht ihr die Krücke? Kann man wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen. Komm ein bisschen näher. Was meinst du? Das ist genau die gleiche Art von derselben Firma. Was meinst du? Würdest du den auch durchkriegen? Alles versucht. Was meinst du, ob du das schaffst? Du hast ja jetzt schon Erfahrung. Was meinst du, ob du den hier auch durchkriegst? Ja? Was meinst du, ob du den hier auch durchkriegst? Ja? Ob du den auch schaffen würdest? Das wird schwierig. Was meinst du? Nehmen Sie doch. Ich will sie nicht kaputt machen. Mach. Ich will nicht kaputt. Mach sie kaputt. Er kann noch lange drücken. Dankeschön. Die kriegt er nicht durch. Den einen, ja, würde auch die Frau hier schaffen. Sie hat sich nur nicht gewagt, hierher zu kommen, wollte sich nicht blamieren, aber das hättest du auch geschafft. Aber diese ganze Handvoll, die schafft keiner von uns. Das haben wir getestet. Das schafft keiner von uns. Bitte verzeiht mir so einfache Bilder hier auf der Kanzel, aber das prägt sich ein, das vergesst ihr nie mehr. Ihr Kinder, wenn ihr allein unterwegs seid und nicht in die Kinderstunde geht und nicht in die Gemeinde geht, dann werdet ihr schwach. Und der Teufel wird euch eines Tages das Genick brechen. Und das gilt für uns alle. Aber wenn wir zusammenhalten, dann werden wir stark. Dann werden wir stark. Und darum ist die Gemeinde so ungeheuer wichtig. Ihr lieben Neubekehrten, nehmt es euch doch ganz fest vor. Ich will dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Ich gehe in die Gemeinde. Ich will treu sein an dieser Stelle. Du brauchst unbedingt die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Manchmal gibt es Christen, auch ich habe sie immer wieder erlebt, die bilden sich ein, sie könnten auch zu Hause ganz gut überleben. Es gibt eine ganze Menge solcher Typen, die sagen, ich kann auch zu Hause die Bibel lesen und beten. Das kann er, das soll er sogar, darüber habe ich ja gerade geredet. Er soll zu Hause die Bibel lesen und beten und dann in die Gemeinde gehen. Und da wird er gestärkt und da ist er auch ein Segen für andere, denn die brauchen ihn ja. Du brauchst unbedingt die Gemeinschaft. Pastor Stockmeier hat einmal gesagt, widerstehe allen Absonderungsgelüsten. Wie ein Lamm der Mutter nachläuft, so sollte eine wahrhaft wiedergeborene Seele eine Weide finden, die ihr Nahrung gibt. Ihr lieben Neubekehrten, in der nächsten Woche kommt die erste große Bewährungsprobe. Der große Chor ist nicht mehr da am Montag. Und dann kommt der Dienstag, dann kommt der Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wirst du dich bewähren, die Bibel lesen und beten? Und am nächsten Sonntag bist du wieder dabei. Und wenn die Bibelstunde, die Gemeinde eine Bibelstunde anbietet, sei dabei. Was habe ich mich schon immer am Sonntag auf den Dienstag gefreut? Am Dienstag war immer Bibelstunde. Wenn die Bibelstunde zu Ende war, habe ich mich schon auf den nächsten Sonntag gefreut. Was habe ich da alles Gutes gehört? Und ich durfte wachsen im Glauben. In Hebräer Kapitel 10, Vers 25 steht, ihr dürft nicht versäumen die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Wisst ihr was? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, oh, die Christen damals hatten schon dieselben Probleme, die wir heute haben. Es gibt einige Gemeindeglieder, die sind einfach nicht treu. Und ich kann mir so vorstellen, dass Petrus losgegangen ist zur Bibelstunde.
In Jerusalem gab es viele Hausgemeinden. Vielleicht ging es seiner Frau mal nicht so gut und sagt, also heute Abend muss ich mal zu Hause bleiben. Und Petrus sagt, ist gut, wir beten für dich. Petrus kommt wieder zurück von der Bibelstunde und seine Frau fragt ihn, du, wie war es heute Abend, erzähl mal etwas. Und Petrus sagt, du, das war wieder eine wunderbare Versammlung. Und wie die Leute da gedankt und gebetet und gesungen haben, es war ein wunderbarer Abend. Nur etwas macht mir Not. Das Ehepaar so und so war wieder nicht da. Letzte Woche waren sie auch nicht da. Das macht mir wirklich Not. Irgendwas stimmt da nicht. Die sind irgendwie nicht mehr treu, die sind lau geworden. Wir müssen für die beten. Und dann steht so etwas in der Bibel, ihr dürft nicht versäumen, die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben. Auch bei uns haben sich das viele angewöhnt, die kommen nur am Sonntag oder die kommen nur alle 14 Tage oder kommen immer zu spät. Gott möchte, dass wir wie Soldaten auf die Befehle unseres Herrn achten und mit ihm unseren Weg gehen und andere mitreißen. Wenn ich umziehen müsste in eine andere Stadt, ich wäre gar nicht Prediger, ich wäre Handwerker und würde umziehen in eine andere Stadt, angenommen ich hätte, wäre noch jünger und hätte noch die Kinder zu Hause, würden umziehen in eine andere Stadt. Ihr Lieben, mir wäre die Gemeinde fast wichtiger als die Arbeitsstelle. Wenn ich eine gute Arbeitsstelle habe und keine Gemeinde, dann da geht alles kaputt. Aber wenn ich eine gute Gemeinde habe, dann wird Gott mich auch führen, dass ich die richtige Arbeit finde. Angenommen, ich würde in eine andere Stadt ziehen wollen, dann wären mir einige Dinge ganz, ganz wichtig. Dass die Gemeinde eine klare biblische Lehre hat. Wenn in der Gemeinde nie über Bekehrung und Wiedergeburt geredet würde, würde ich dort mich nicht anschließen. Denn ohne Bekehrung und Wiedergeburt kann überhaupt keiner gerettet werden. Die Gemeinde müsste unbedingt eine Bibelstunde haben, nicht nur einen Gottesdienst. Das wäre mir persönlich wichtig, denn ich möchte nicht nur eine Predigt am Sonntag hören, ich möchte auch in der Bibelstunde mitblättern und meine Frage stellen dürfen. Ich möchte wachsen im Glauben. Die Gemeinde müsste unbedingt von Zeit zu Zeit evangelisieren, denn ich möchte ja, dass meine Arbeitskollegen auch zum Glauben kommen. Die Gemeinde müsste unbedingt eine Gebetsstunde haben, denn ich möchte mit den anderen zusammen beten, für die anderen Menschen beten, damit sie auch Jesus finden. Jemand hat einmal gesagt, eine Gemeinde ohne Gebetsstunde ist ein geistliches Leichenhaus. Und wenn jemand nicht hingeht, ist er ein Totengräber seiner Gemeinde. Ich glaube, dass in den Augen Gottes das Gebet einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und weil ich ja Kinder hätte angenommen, müsste die Gemeinde unbedingt eine Kinderarbeit haben. Wenn ich keine Kinder mehr hätte und alt wäre, dann könnte ich vielleicht auch in eine kleine Gruppe gehen, wo es gar keine Kinderarbeit gibt. Aber im Normalfall sollte eine Gemeinde eine Kinderstunde haben und eine Jugendstunde. Und sie sollte das Geld, was eingelegt wird in der Gemeinde, nicht alles am Ort verbrauchen. Sie sollte unbedingt ein Herz haben für die Mission. Missionare unterstützen und etwas tun für die weltweite Mission, das wäre mir auch ein ganz großes Anliegen. Nun, jetzt wird es ganz praktisch, ihr lieben Neubekehrten. Niemand kann euch befehlen, in welche Gemeinde ihr gehen sollt. Ich kann euch da eigentlich gar keinen Vorschlag machen, weil ich mich ja in dieser Gegend gar nicht auskenne. Du musst darüber beten und der Herr wird es dir zeigen. Aber wenn du dann gemerkt hast, in die Richtung könnte es gehen, dann werde ein treues Gemeindeglied. Dr. Torrey, er war einer der größten Evangelisten der Vergangenheit. Dr. Torrey hatte mal ein Gespräch mit einer Frau, die hatte Probleme. Und da hat Dr. Torrey gefragt, in welche Gemeinde gehst du denn? Und da hat die Frau gesagt, in gar keine. Ich war überall, ich habe überall geschnuppert, aber in allen Gemeinden ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ich gehe in gar keine Gemeinde. Und dann hat Dr. Torrey gesagt, vielleicht musst du umziehen in eine andere Stadt und da mal auf die Suche gehen. Und vielleicht findest du da eine Gemeinde, in der alles in Ordnung ist. Aber wenn du sie dann gefunden hast, bitte schließ dich der Gemeinde nicht an, bevor ich sie gesehen habe. Ich möchte mal kommen vorher und die Gemeinde kennenlernen. Denn er war da interessiert. Und die Frau konnte das dann nicht so ganz verstehen. Aber dann hat er ihr klar gemacht, liebe Frau, es gibt keine Gemeinde, in der alles immer in bester Ordnung ist. Wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es auch. Und da gibt es manchmal auch Spannungen und mal Missverständnisse und so weiter. Du brauchst eine Gemeinde, auch wenn sie fehlerhaft ist. Jesus ist da und der ist ohne Fehler. Ich muss einiges weglassen, merke ich. Ich habe dann noch eine Notiz,
Ja, das will ich unbedingt sagen. Also ich bin noch lange nicht fertig, aber ich bin ja immer noch bei den Neubekehrten. Ihr lieben Neubekehrten, warum habt ihr euch eigentlich bekehrt? Weil ihr in diesen Tagen erkannt habt, wenn ich das nicht tue, gehe ich ewig verloren. Wer sich nicht bekehrt, geht ewig verloren. Wer nicht wiedergeboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und darum habt ihr euch bekehrt. Und jetzt denkt mal an die anderen. Wie viele unbekehrte Menschen gibt es in unserer Stadt und in unserer Welt? Und ich sage dir, das ist meine Meinung, meine feste Überzeugung, wenn ein Neubekehrter nicht sofort anfängt, für andere zu beten, hat er überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Ihr lieben Neubekehrten, betet für Unbekehrte, betet für andere und ihr Kinder, betet für eure Schulkollegen. Ihr kennt sie doch, ihr seht sie, betet für die anderen, damit auch andere gerettet werden für die Ewigkeit. Gott möchte, dass wir Seelengewinner werden. Und wenn wir das nicht werden, wenn wir nicht für Verlorene beten, dann sind wir irgendwie grausam. Aber Gott möchte, dass wir ein weites Herz haben für die Verlorenen und uns darum für sie einsetzen, damit noch viele Jesus finden. In Psalm 32 lesen wir, in den Versen 3 bis 5. Das ist ein Psalm von David, der in schlimme Sünde gefallen war. Es war ganz, ganz schlimm, was da passiert war. Und dann wollte er das verstecken und wollte das verschweigen, aber Gott ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Und da schreibt er: Als ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Weinen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht auf mir, dass mein Lebenssaft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verbarg ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Eine wunderbare Stelle aus den Psalmen. Ihr Lieben, jetzt spreche ich zu allen, nun das andere war auch für alle, aber besonders für die Neubekehrten. Wir haben in diesen Tagen uns mit zwei großen Wahrheiten beschäftigt, eigentlich jeden Tag. Der Mensch ist ein Sünder und darum verloren. Und die andere große Wahrheit der Bibel, Gott ist Liebe und Gott will retten. Wir haben in diesen Tagen auch gemerkt, es gibt keine Selbsterlösung. Man kann sich nicht an den Haaren fassen und aus dem Schlamm ziehen. Das geht nicht. Das geht nur bei dem Lügenbaron Münchhausen war das, glaube ich. Ja. Es gibt keine Selbsterlösung. Erlösung gibt es nur auf der Grundlage der Stellvertretung. Und dafür hat Gott gesorgt. Wir können uns nicht selbst erlösen. Gott hat einen Erlöser gesandt, seinen Sohn Jesus Christus. Er hat nie gesündigt, aber er hat unsere Sünde auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Aber, jetzt hört mal, das ist auch eine wichtige Wahrheit. Jesus ist am Kreuz für alle Sünden gestorben, für alle Sünden. Theoretisch könnte jeder gerettet werden. Jesus ist für alle Sünden gestorben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass alle Menschen automatisch erlöst werden. Die Möglichkeit dazu bestünde, aber erlöst wird der, der diese Erlösung annimmt. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist wie eine Brücke. Die Brücke ist fertig, wir können rübergehen, aber wir müssen rübergehen. Auf der anderen Seite ist die Errettung, oder sagen wir es mal mit einem anderen Bild, wie ein Zug. Da ist ein Zug mit vielen, vielen Wagen und dieser Zug hat so viele Plätze, reservierte Plätze für alle Menschen. Jeder könnte mit diesem Zug rüberfahren, aber nur die, die einsteigen, kommen ans andere, auf die andere Seite. Das Erlösungswerk ist ein Angebot Gottes, aber das muss man annehmen. Wir haben freiwillig gesündigt und wir können auch freiwillig erlöst werden. Im Himmel sind nur Freiwillige und in der Verdammnis sind auch nur Freiwillige. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Aber Gott liebt uns alle und will uns retten. Nochmal etwas zur Sünde, das habe ich auch abends erklärt, ich sage es hier noch einmal. Ihr Lieben, Sünde ist Sünde. Wir gehen nicht verloren, weil wir viele Sünden haben, sondern eine einzige Sünde würde genügen, um ewig verloren zu gehen.
Stellt euch einmal vor, ich hätte hier einen Behälter mit ganz gefährlichem Gift. Wenn man von dem Gift einen Tropfen nimmt, dann stirbt man. Und jetzt gehe ich mit diesem furchtbar gefährlichen Gift zu einem Menschen und gebe ihm davon 3 Tropfen. Was passiert? Er stirbt. Ganz schnell. Und dann gehe ich zu einem anderen mit demselben Gift und gebe ihm davon einen Esslöffel voll. Was passiert? Er stirbt. 3-mal, oder? Nein, der stirbt genauso wie der. Und jetzt gehe ich zum nächsten und dem gebe ich von demselben Gift einen 1/2 Liter. Und was passiert? Er stirbt, genauso wie der erste. Ihr Lieben, Sünde ist Sünde, egal wie sie heißt, wie groß sie in unseren Augen ist. Eine einzige Sünde würde genügen, um dich für alle Ewigkeit von Gott zu trennen. Wir dürfen nicht diesen Unterschied machen. Die kleine Sünde ist in den Augen genauso schlimm wie die große Sünde. Überhaupt, was ist große Sünde? Darüber weiß die Bibel nichts. Sünde ist Sünde. Eine einzige Lüge ist genauso schlimm in den Augen Gottes wie irgendeine andere Sünde. Aber wir haben unsere Sünden Jesus gebracht und er hat uns vergeben. Denn die Sünde wäre unser Verderben. Es gibt Menschen, die ein ganzes Leben in der Sünde verbracht haben und die Spaß an der Sünde hatten. Manche sind sogar reich geworden beim Sündigen, manche sind berühmt geworden beim Sündigen. Wenn man nur die Illustrierten sieht und immer die Bilder auf der ersten Seite, das sind fast immer Leute, die bis hier im Dreck stecken. Und sie sind berühmt und reich und werden bejubelt. Aber ihr Ende, also ich möchte dann nicht in ihrer Haut stecken. Aber manche Leute haben dann auch ein ganz schlimmes Ende. Es gibt da viele, viele Beispiele von Menschen, die ein furchtbares Sterben hatten. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz und da lag ein Mann im Sterben, ein Bauer aus einem Dorf. Und die Verwandten kamen und haben mir gesagt, der liegt im Sterben. Und alle möglichen haben versucht, ihm noch irgendwie zu helfen. Und man hätte ihn so gern noch für den Glauben gewonnen, aber das war nicht möglich. Ein Spötter, ein Flucher, ein ganz, ganz gottloser Mensch. Nur gegen das Evangelium und gegen die Gläubigen. Aber nun, solche Leute müssen ja auch sterben. Und nun lag er im Sterben. Und weil gerade Evangelisation war, kamen die Verwandten, ein paar kamen da und sagten, mach doch das bitte, besuch doch den Mann. Vielleicht kannst du ihm noch helfen, dass er vielleicht doch noch um Vergebung bittet. Gut, und dann bin ich dahin ins Krankenhaus und dann kam ich zu dem Mann. Mit dem Mann konnte ich mich nicht unterhalten. Der hat fast immer nur dasselbe gesagt. Ich habe Angst. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das und steht auch in der Bibel was davon, in der Welt habt ihr Angst. Und dann habe ich etwas von Jesus gesagt, ich bin verloren. Dann habe ich ihm wieder was erklärt und habe still immer für mich gebetet, Herr Jesus, gib mir die richtigen Worte. Und immer nur dasselbe, ich habe Angst, ich muss sterben, ich bin verloren. Wieder angesetzt. Ich war lange an seinem Bett, immer wieder versucht mit einer anderen Verheißung. Gott liebt sie und so weiter. Gott will ihnen vergeben, Gott will sie retten. Ich bin verloren, ich habe Angst, ich sterbe. Ihr Lieben, ich konnte den Mann nicht retten. Bei ihm war der Zug abgefahren. Und es gibt eine Menge Menschen auf der Welt, die in so einem Zustand sind. Die haben so lange gegen Gott gearbeitet und sein Wort mit Füßen getreten. Und irgendwann ist das Maß voll. Und Gott hört auf zu reden. Er versteht es nicht mehr. Du erreichst ihn nicht mehr. Da kannst du noch so viel beten, du erreichst ihn nicht mehr. Irgendwie ist der Zug abgefahren. Ich bin dann ganz traurig aus dem Krankenhaus weg. Ich konnte dem Mann nicht helfen. Habt ihr gelesen, habt ihr gehört, als Lenin, dieser große kommunistische Führer, Lenin, in seine letzten Minuten kam, da hat er am Boden die Stuhlbeine und die Tischbeine umarmt und hat sie angefleht um Vergebung für seine Verbrechen. Er war ganz durcheinander. Der hatte einen guten christlichen Unterricht als Kind und ist dann so ab und genau das Gegenteil hat er dann gemacht und er konnte nicht gerettet werden. Voltaire, wer kennt nicht den Namen Voltaire? Von ihm steht geschrieben, dass seine letzten Worte, die hat er übers ganze Haus geschrien, waren, es gibt doch einen Gott. Sein Leben lang hat er Gott verleugnet und dann schreit er es hinein in die Welt, es gibt doch einen Gott. Und seine Haushälterin, die hat gesagt, ich möchte für alles Geld der Welt nie mehr einen solchen Gottlosen sterben sehen. Oder Nietzsche, den habe ich schon mal erwähnt in einer Predigt, Nietzsche. Wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, bin ich der elendeste unter allen Menschen.
In der Bibel steht, sie werden plötzlich zunichte. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Schiller rief auf seinem Sterbebett, der Übel Größtes ist die Schuld. Wie kommt das, dass solche Leute am Ende mit einmal so butterweich werden und dann solche Aussagen machen? Der Übel Größtes ist die Schuld. Oder Goethe hat geseufzt und gerufen, mehr Licht. In seiner furchtbaren Angst ist er dann in die Ewigkeit gegangen. Goethe war ja ein Feind des Evangeliums. Goethe hat das Kreuz gehasst. Goethe hat Jesus abgelehnt. Er wird zwar verehrt in der ganzen Welt, in Wirklichkeit war Goethe ein Feind Gottes, ein Feind des Evangeliums. Alle diese Leute, sie wollten Lehrer der Nationen sein, aber sie wussten nicht, wie man glücklich wird. Goethe hat gesagt, kurz vor seinem Sterben, er wurde ja über 80 Jahre, ich bin in meinem ganzen Leben nicht 3 Tage wirklich glücklich gewesen. Das sieht alles so schön aus, in Wirklichkeit waren das ganz, ganz arme Menschen. Sie wollen Lehrer der Nationen sein, sie wissen nicht, wie man selig stirbt. Sie wissen nicht, wie man ein gutes Gewissen bekommt. Der große Fehler dieser Leute, sie starben in ihrer Sünde. Sie starben ohne Jesus. Also da freue ich mich aber über David. David sagt, Gottes Hand war Tag und Nacht schwer auf mir. David hatte schwer gesündigt und sein Gewissen hat ihn verklagt. Und David konnte nicht mehr schlafen. Andere schliefen und er lag wach. Andere aßen die kostbaren Speisen und David hatte keinen Appetit, er magerte ab, er wurde krank, es ging ihm ganz, ganz schlecht. Aber Gott, das war Gottes Hand. Gottes Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. David wurde ganz klein und dann hat er sich vor Gott gebeugt. Und dann hat er seine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten. Und dann sagt er, und du vergabst mir die Schuld meiner Sünde. Da war keine Frage mehr, da war kein Zweifel mehr, da war eine große Gewissheit. Du vergabst mir meine Sünde, ihr lieben Neubekehrten, ihr habt Sündenvergebung. Eure Namen stehen jetzt im Himmel angeschrieben, ihr seid Kinder Gottes und jetzt geht fröhlich diesen Weg. Betet für andere, wenn es eine Möglichkeit gibt, von Jesus zu erzählen, dann könnt ihr das auch sogar als Kinder schon tun. Ihr könnt ein Kindertraktat weitergeben oder auch ein Traktat für Erwachsene und Gott kann euch segnen. Noch ein paar ganz wichtige Gedanken zum Schluss. So merkwürdig es auch klingt, auf Golgatha, diesem dunkelsten Ort, den es je gegeben hat, da ist der wahre Frieden geboren. Da hat Gott einen Bund gemacht mit den Menschen, die guten Willens sind. Nun noch einmal zu uns allen eine Frage, lieber Zuhörer. Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du zu seinem Evangelium? Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du diese Entscheidung für Jesus getan hast? Vielleicht gehst du oft zur Kirche, aber die Kirche kann dich ja nicht retten. Vielleicht hast du schon viele Predigten gehört, aber die können dich ja nicht retten. Vielleicht kennst du dich auch ganz gut in der Bibel aus, aber davon wird man nicht gerettet. Ihr Lieben, es ist noch nie ein Mensch gerettet durch Bibellesen. So etwas gibt es nicht. Manche Leute meinen, sie kommen in den Himmel, weil sie immer die Bibel lesen. Es ist noch nie ein Mensch gerettet durch Bibellesen, sondern gerettet wird man, wenn man das tut, was da drin steht. Was nützt das, wenn ich die ganze Information habe? Davon werde ich nicht gerettet. Ich muss das tun, was da drin steht. Ich muss mit meiner Sünde zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, ihn aufnehmen. Dann werde ich gerettet. Ich brauche eine Bekehrung, eine Wiedergeburt für das ewige Leben. Ich erzähle euch noch eine Geschichte, eine wahre Geschichte, eine erschütternde Geschichte. Sie passiert in Ostpreußen, schon lange her. Eine Familie musste fliehen aus Ostpreußen, kam in den Westen, das war ja damals Ende des Zweiten Weltkriegs so, dass viele, viele, viele sich auf die Flucht machten und in den Westen kamen. Und der Mann, die waren gläubig. Der Mann war bei uns im Ältestendienst in der Gemeinde und war schon ein bisschen älter. Er hat auch manchmal gepredigt. Und der Bruder hat uns diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, dass es sich genauso abgespielt hat, wie er sie uns erzählt hat. In dem Dorf, in dem er wohnte,
war ein Bauer, nun da waren viele Bauern, aber da war eine Bauersfamilie, die hat immer im Herbst Kartoffeln in die Stadt gebracht. Die Frau hat dann, der Wagen war beladen und dann Pferde vorne davor und dann mit dem Wagen in die Stadt und dann hat sie auf dem Markt die Kartoffeln verkauft. Sie hatte schon Stammkunden, die warteten schon darauf, dass diese Frau wiederkommt und der eine nahm einen Zentner und der andere zwei und der andere einen halben und so gingen die Kartoffeln weg. Dann hat sie noch etwas eingekauft in der Stadt und dann mit dem Pferdewagen wieder nach Hause. Damals waren die Straßen doch anders. Damals gab es keine Teerstraßen, das waren so Kopfsteinpflaster. Die Ackerwagen waren auch anders. Ich kann mich gut erinnern, ich komme ja von einem Bauernhof. Unsere Ackerwagen damals, die hatten alle keine gummibereiften Räder, sondern das waren Holzräder mit einem Eisenring. Und die Wagen waren auch nicht so breit wie heute, sondern die waren unten nur so breit. Und dann auf der Seite ging das dann so hoch, diese Flechten, die waren dann so einen Meter hoch. Vorne zwei Streben und hinten zwei Streben. Und wenn der Wagen leer war und man mit Pferden unterwegs war, dann konnte man da vorne so schön ein Brett rüberlegen, einfach so reinklemmen, konnte draufsetzen und dann konnte man mit den Pferden unterwegs sein. So hat die Frau das gemacht, hat ihre Kartoffel verkauft und dann fuhr sie mit dem Wagen dann wieder nach Hause. Und die Kundschaft, der Kundenkreis wurde größer und dann war wieder Herbst und dann ist die Frau wieder zum Markt, aber diesmal mit zwei Ackerwagen. Sie hatten zwei Gespanne und sie saß auf dem einen Ackerwagen mit ihrer kleinen Tochter und auf dem anderen Ackerwagen war der Knecht. Und der Knecht, der ist nie zur Schule gegangen, der war etwas wohl geistig behindert und so hat man das ja früher gemacht. Solche Kinder, die hat man einfach zum Bauern geschickt und dann waren sie Knecht und fertig. Und manche wurden richtig ausgenützt und so war das da. Der Bauer hat diesen Knecht oft geschlagen, sehr geschlagen. Der Knecht hatte nichts zu melden, der war einfach nur Knecht. Aber er konnte gut mit den Pferden umgehen. Und nun war der Knecht auf dem einen Wagen und sie fuhren in die Stadt und die Frau hat ihre Kartoffel verkauft. Und als alles fertig war, sind sie dann wieder zurück auf dem Weg nach Hause und am Stadtrand hat sie angehalten mit ihrem Gespann, dem Knecht gesagt, er soll schon weiterfahren, sie will noch einkaufen. Und dann war sie da in dem Tante-Emma-Laden und hat eingekauft und die Kleine saß auf dem Wagen auf dem Brett. Und dann hat sie einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Oh, ich erinnere mich, wie unser Vater uns früher immer wieder eingeschärft hat. Wenn man das Gespann verlassen will, dann muss man mindestens einen Kettenstrang aushängen und die Leine irgendwie festmachen, dass sie stramm ist und die Pferde dann so stehen und wenigstens einen Kettenstrang aushängen, denn wenn da mal irgendwas passiert und die Pferde scheu werden, dass sie nicht durchbrennen können. Das haben wir auch immer so gemacht. Ich hatte ja viel mit Pferden zu tun, bevor ich dann das Elternhaus verließ. Und so war die Frau in dem Laden und dann passierte das Schreckliche. Aus der Seitenstraße kam ein LKW. Und das hat fürchterlich gepoltert, das war ein Krach und die Pferde wurden wild, sie waren nicht gesichert, da war kein Kettenstrang ausgehängt, da war auch keine Leine festgemacht, die lag einfach auf dem Brett und dann gingen die Pferde los mit diesem leeren Wagen auf der holprigen Straße mit einem großen Galopp. Als die Frau das merkte, hinterher, aber Pferde können schneller als eine Frau und dann statt auswärts auf dieser holprigen Straße, was auf dem Wagen lag, die leeren Säcke und Körbe, die rutschten nach hinten und eins nach dem anderen fiel runter und auch das Brett, wo das Kind drauf war, das fing an sich zu verändern und das Mädchen hat sich an dieser Strebe festgehalten und geschrien. Und dann passierte Folgendes. Als dieses Gespann in die Nähe des anderen kam, wo der Knecht drauf saß, hat er das gesehen und hat das realisiert, was da passierte. Die Frau war ja gar nicht drauf. Die Kleine hing an dieser Strebe und in Todesnot und die Pferde wild. Und dann ist er mit seinem Gespann ganz auf die Seite, soweit es ging, hat die Leine festgemacht und dann hat er sich auf die Seite gestellt, bis das Gespann vorbeikam und ist er rübergesprungen auf ein anderes Pferd. Ich sagte vorhin schon, er konnte gut mit Pferden umgehen. Vielleicht konnte er auch gut reiten. Ist er rübergesprungen auf ein Pferd, als sie vorbeikamen. Aber er hat es nur noch so eben erwischt. Und dann ist er runter, zwischen den beiden Pferden ist er dann runtergefallen,
Schwer verletzt lag er auf der Straße, aber die Pferde irgendwie waren die wohl langsamer geworden und da waren andere Leute, die das Gespann dann zum Halten gebracht haben. Er lag da auf der Straße, bewusstlos, schwer verletzt, kam ins Krankenhaus und lag die Nacht durch bewusstlos an Schläuchen und Apparaten. Am anderen Morgen wurde er das erste Mal wach. Und da hat er gefragt, lebt das Kind noch? Im Krankenhaus war das Gespräch, die wussten alle, was da passiert war. Es hatte sich herumgesprochen. Die haben gesagt, ja, sie haben ein ganz großes Werk getan oder so ähnlich. Das Kind lebt noch. Inzwischen war er schon wieder weg. Als er das zweite Mal zu sich kam, nur kurz, da hat er gefragt, waren Sie schon hier? Wer? Waren Sie schon hier? Wer? Die Meistersleute. Die Meistersleute. Wahrscheinlich hat er kurz gedacht, das Kind lebt noch, das Kind lebt noch. Jetzt wird der Bauer mich nicht mehr schlagen. Das Kind lebt noch, ich habe das Kind gerettet, aber er war schon wieder weg. Und als er das dritte Mal durchkam, ging die Tür auf und er hat wohl gehofft, jetzt kommen die Meistersleute, um ihm Danke zu sagen. Als die Tür aufging, da waren einige im Zimmer. Krankenschwester kam rein, da hat er sich mit letzter Kraft aufgerichtet und hat er gesehen, das ist nicht der Bauer. Und da hat er nur noch gesagt, kommen Sie denn immer noch nicht? Kommen Sie denn immer noch nicht? Und er fiel zurück ins Kissen und war tot. Seine großen inneren Verletzungen, kommen Sie denn immer noch nicht? Ihr Lieben, als ich die Geschichte gehört habe damals von dem Bruder aus Ostpreußen, da wurde mir das eine richtige Predigt. Kommen Sie denn immer noch nicht? Der Knecht setzt sein Leben ein, um ein Kind zu retten. Und die Eltern finden es nicht einmal für nötig, ihn zu besuchen, ihm zu danken. Kommen Sie denn immer noch nicht? Ob nicht Jesus auch manch einen Menschen so beobachtet, wie er heute wohl reagiert, was er jetzt wohl macht? Das ist Evangelisation, er hört das Evangelium, er hört es noch einmal und hört es noch einmal und Jesus sagt, jetzt komm doch endlich. Jetzt komm doch endlich, komm zu Jesus. Du bist ein verlorener Sünder, wenn du so in die Ewigkeit gehst, du bist ewig verloren. Jetzt komm doch, aber er kommt nicht. Kommt er denn immer noch nicht? Kommt er denn immer noch nicht? Wir haben Leute hier, die haben einige Male hier gesessen abends, haben das alles gehört und wissen genau, ich sollte mich bekehren, aber die tun das nicht. Warum tun sie das nicht? Kommen sie denn immer noch nicht? Kommen sie denn immer noch nicht? Was muss denn noch passieren? Was muss denn gepredigt oder gemacht werden, damit du endlich sagst, und jetzt mache ich es. Kommt er denn, kommt sie denn immer noch nicht? Oh, ihr Lieben, die ihr noch nicht bekehrt seid, noch keine Heilsgewissheit habt, bitte kommt doch heute. Bitte kommt doch heute. Komm doch heute in den Seelsorgeraum und übergib Jesus dein Leben. Bitte, mach es. Dieser Tag wird der größte Tag deines Lebens werden. Aber du musst kommen. Man kann sich nicht verirren, einfach dem grünen Pfeil nach, ob du von da kommst oder von hier oder von außen. Ich bin dann schon da im Seelsorgeraum und da wollen wir zusammen beten. Und dieser Tag wird der Tag deiner Errettung. Bitte, bitte, geh nicht so nach Hause. Übergib Jesus dein Leben. Er möge dir helfen, es heute zu tun. Amen.